Corgamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey, yo guys. So lief das damals im Wilden Westen. Ist klar. Hey, yo guys. Willkommen zurück zu Let's Play Red Dead Redemption. Ich bin Saul. Ich bin Rockstar. Ach, und wir hatten ja keine Anmoderation noch gemacht. Okay, mach den Augenzong fertig, sonst verpfeift er uns noch. Tu da sowieso. Und wenn ich den jetzt umlegen will, dann kommen 50 andere Augenzeugen. Fessel ihn, bevor er... verkackt. Nee. Mach deine Aktion einfach rückgängig fertig. Letzte Speicherpunkte. 4 Uhr 46, 4 Uhr 45, 4 Uhr 10. Ja, wir sind halt merkwürdig. Ist gut, wir checken's. 1 Uhr 49. Ja. Wieso heute, heute sind wir früh dran. Ja. Normalerweise wären wir jetzt noch an Ni No Kuni. Normalerweise hätten wir jetzt mit Ni No Kuni noch nicht mal angefangen. Ja doch. So gegen 12, 1 Uhr fangen wir immer an. Ach ja. Hast du auch noch, ob ich Bock hätte? Nein. Auf so eine Pizza. Auf so eine Spezial Döner Jalapeno Hirtenkäse-Pizza. Damit kann ich leider nicht dienen, Entschuldigung. Auf die hätte ich jetzt Bock, Alter. So, okay. In Ermangelung an Sachen, die wir machen können. Was ist das? Das ist Lichtkamera-Action. Wieso ist das? Oh nein. Darf ich den jetzt wieder machen? Hat er es nicht gespeichert? Möglich. Alles nur, weil ich neu laden musste. Ja, nicht musste, weil du neu laden wolltest. Ich hab dir gesagt, hättest du den mal umgebracht. Oh nein. Hätte ich 10 andere gehabt. Die hättest du auch noch umbringen können. Ja, super. Wenn ich mich versehen hätte, hätte ich die ganze Folge damit zugebracht, Leute umzubringen. Du willst nur, dass ich so werde wie du. Ja. Nein, will ich aber nicht. Ich muss doch Gesellschaft haben. Ja, kannst du ja auch. Ich komme dich jeden Tag im Knast besuchen, aber... Das ist der wilde Westen. Hier darf man alles machen. Offenbar nicht. Offenbar schon. Wir sind John Marston. Das ist der Chuck Norris aus Red Dead Redemption, Alter. Ja, so man sieht, wird noch so Hymnen, so Balladen über ihn singen. Dann. Ganz ehrlich, so sieht er auch aus. Na? Und dann kommt ein Rittersporn und singt, oh, der John Marston. Ja, hör auf. Kam mit seiner Strophe. Du weißt, was man sagt. Ich weiß, ich bin der beste Sänger der Zeit. Nur die Leute erkennen das noch nicht, weil ich auf einer ganz anderen Frequenz arbeite. So kann man das natürlich auch nicht. Ja. Nein, dürfen wir nicht. Das ist was Neues. Oh, okay. Ist aber auch noch Lichtkamera-Action. Ja. Ist noch nicht abgeschlossen. Okay, interessant. Mr. McKenna, what are you doing here? I thought you were running a film company. Oh, Marston, how the fates have spurned me. The muses cajoled and lament my foolish nature. The hubris. The hubris! Die Hybrids! I've lost everything. Every last dime I invested in that studio is gone. The production was delayed by weather. That fool Spatchcock fell in love with the cameraman and ran off to Canada. Damn you, the gods of... Damn you, Craig! Immer der Beste. My name is Fastback. I'm a level 9 thief. No, you're fucking Craig Tucker. No, you're detention. Super. Craig war schon cool, Alter. Damn you, Craig. Das war auch... Jetzt ist es abgeschlossen. Okay. Aber gerade eben hat er auch abgeschlossen gesagt, ne? Nee. Doch. Kann sein, ich weiß es nicht. US Army. Okay, nee, dann haben wir es wirklich fertig. Guck mal lieber nochmal auf die Karte. Nee, wenn hier, kann ich dir zeigen, Outfit. US Army, wo ist es? Feiner Anzug, Schatzsucher, Bandido. Da, absolviere Auftrag, Lichtkamera, Action einer fremden Person. Dadurch, wir haben das weg. Weißt du, was ich hier gemacht hätte? Dreh dich mal um. Nein. Ich hätte den Oma abgeschossen. Du willst jeden immer abschießen. Nein, aber es bietet sich an. Ich glaube mittlerweile, es ist eine Zwangsstörung bei dir. Nein, es ist nur... Es bewegt sich. Erschieß es. So, das war ja Daedalus und Sohn, den wir nicht machen konnten. Was ist das? Armdruck? Nee, lass mal. Wollen wir denn die nächste Aufgabe haben? Könntest du nochmal ins Hufeisenwerfen machen? Junge, das Hufeisenwerfen. Das ist, Beste. Nee, das ist für mich... Es wäre für mich wie... Ich weiß gar nicht, wie das für mich wäre.
Ach, da in der Stadt haben wir die nächsten Aufträge. Ja, nice. Wir machen erstmal Agent Ross fertig, würde ich sagen. Ne? Haben wir denn überhaupt angefangen? Ja, wir haben eine Mission. Wir haben doch die auf dem Wasserdampfer da. Bist du dir sicher? Ja, bin ich mir. Die haben wir doch alle umgenutzt. Bist du dir hundertprozentig sicher? Ja, so ziemlich. 80-90%. Wirklich? Bist du dir sicher? Jetzt spiele ich nicht Windows, Alter. Bist du dir sicher? Ich frag dich, bist du dir sicher? Ja. Hundertprozentig? Ja. Wenn ich das ist eine falsche Antwort. Wenn ich dir nachher zeigen, wenn wir die 100% haben, dann zeige ich dir, wie viel ich mir sicher bin. Hundertprozentig. Ja, so in etwa. Siehst du? Aber so lange will ich nicht warten. Ja. Deswegen cheaten wir jetzt. Nee. Doch. Nee, wenn du cheatest, kriegst du die 100% ja nicht voll. Guck mal, warte mal. Ja. Wir haben noch ein Fragezeichen hier. Dann gehen wir doch erst. Das war jetzt gekonnt. Hey, Officer. Hey, was geht? Hello there, sir. You look like a man who can do an honest day's work for an honest day's pay. Then looks can be deceiving, pal. Perfect. As honesty is in my business the worst policy. I work for our well-respected governor, Nate Johns. That makes sense. Now, there is a certain individual spreading nasty rumors about Mr. Johns. I'd like you to put a stop to this vile gossip and malingering. Suppose I can handle that? For the right price? Now, this individual has had the misfortune to be photographed enjoying some rather inappropriate company. Been seen with a local whore. Take these photographs to him. After you take care of business, return to me and I'll pay up the reward for your services. Okay. You're doing great things for your state, dear friend. You should be proud. Ist klar. Ich weiß nämlich noch, ein Kollege von mir hat das Spiel auch zu 100% gelöst. Und der hatte nachher das Problem, dass er einen Unbekannten nicht auffinden konnte. Okay. Dein Ernst? Sein vollkommener Ernst. Okay, von mir aus. Wusste ich's. Kommt zwischen einer anderen Uhrzeit wieder. Tageszeit. Na. Habe ich eine Hütte hier? Ja, haben wir. Ja, das ist, der läuft doch. Muss aber noch kaufen. Nee, grün heißt doch. Nee, stimmt. Grün nee. Heißt, ist noch zum Verkauf, blau heißt, ist wir sind Besitz. Ja gut, dann kaufen wir die Hütte ein. Nur egal. Nee, grün heißt, dass die Hütte in unserem Besitz ist. Ich erinnere mich daran, dass ich die letztens noch gekauft habe. Sicher? Ja, blau bedeutet, dass die noch geholt werden muss. Ist er? Ist schon oder so, Don. Scheiße, es ist spät, 2 Uhr morgens zu erwarten. Eigentlich nicht mehr viel von uns. Wir speichern. Können wir auch gleich das Spiel speichern. Für den Fall, dass jetzt nochmal irgendwelche komischen Sachen passieren. 22, das war der 29. ne? Mhm. Ja. Das heißt, den überspeichern wir. Also die Leute, die an der Stelle immer Pause machen und gucken so, wann nehmen die überhaupt auf? Ne? Den muss auch immer so denken, Alter, was sind das für Freaks? Das machen wir ja immer. Nachtmenschen. Wupp, wupp. Aber sowas von. Tür auf. Ja, vorher verlieren wir uns entweder... Okay, die letzten 2 Wochen können wir erklären somit, dass wir vorher immer im Kino waren. Ja, wir waren im Kino, es ging nicht anders. Es ging nicht anders. Und danach spielt halt Kino, Spielvorstellung. Da hätte man mutmaßen können, ja, ihr hättet doch aber vorher aufnehmen können. Hätten wir, aber... Hätten wir, aber... Diskussion. Es passieren Dinge. Es passieren Dinge. Ich muss mich, wenn ich hier hinkomme, ich habe ja erstmal einen weiten Weg vor mir. Und da muss ich mich artikulimatisieren, ne, bei einem guten Soul. Und dann verlieren wir uns in eine Diskussion. Spiele, Filme, Serien. Über die Gesellschaft an sich. Alles Mögliche. Und dann ist es schon so weit, dass wir sagen, ja, wir müssen los. Weil das Kino ist ja auch eine gute Fahrt entfernt. Dann, wenn wir wiederkommen, ist es meistens 12, 1 Uhr. Dann fangen wir an zu diskutieren über den Film. Und irgendwann
Fällt uns auf, wir müssen noch aufhören. Beste Erklärung. Aber für heute haben wir keine Entschuldigung. Wann haben wir die weh? Wann haben wir die je? Hab ich doch. Ja, die jetzt zweimal, aber davor haben wir die nicht gehabt. Egal. As I was saying, before I was so rudely interrupted, Nate Johns is a fine, fine man and an even better governor. And I consider it an honor to call him my friend. Wise man. Okay. Wupp, wupp. Was ist das denn? Er ist ja direkt ins Missionsmenü reingegangen, Affe. Ist doch gegenüber. Ja, ich weiß, aber ich komme ohne Markierung und so komme ich nicht klar. Muschi. Ja, das ist, weil die Karte sich mitdreht, dadurch weiß ich nie, wo oben und unten ist und eigentlich alles. Hallo? Schon kommen wieder die Dollars. 3 Dollar. Verarschen? Bring ihn um. Nein, doch nicht jener Hauptstadt. Bist du des Wahnsinns? Ja. Vielleicht. So, was machen wir denn jetzt noch? Agent hier wolltest du machen. Ja, wollte ich, aber was? Wir machen jetzt noch einen Steckbrief fertig. Nee, da spiele ich jetzt nicht mit. Weil ich glaube nicht, dass wir die nächste Mission gebacken kriegen, bevor die Uhr sagt, Burp. Wir haben noch über 9 Minuten, also ja. Ja, glaub mal, die Mission von dem Affen kriegen wir nicht in 9 Minuten gebacken. Wetten doch. Du machst mich fertig. Jetzt bin ich ja einmal im Kreis gelaufen, läuft bei mir. Ist drinne. Kannst du reingehen. Andere Tür. Aha. Oh. Dann verdienen wir uns mal ein Kopfgeld. Genau. Careful, Mister. So, wo dürfen wir hin? Am Arsch der Welt. Natürlich, wie immer. Meinst du, reagiert unser Pferd wie so ein Hund? Wenn er so ganz viel pfeift, dann dreht es durch oder so? Stimmt. Das war sehr schön aufgesetzt. Mal weg da. So. Aber jetzt aber. Siehst du, geht doch. Ab geht's. Reise, Reise, Reise. Ich bin mal gespannt, ob wir nachher alle Outfits haben. Hm. Oder beziehungsweise, was uns nachher noch fehlt, wenn wir das alles gemacht haben. Mhm. Tall Trees. Hirsch. Warte mal, eben schnell wieder mein Lieblingsgewehr ausrüsten. Ah, nicht die doppelläufige. Genau, das Actiongewehr. Das war ausgerüstet. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass ich nachher das Lasso ziehe und dann ist wieder. Ne? Nimm lieber Deckung. Jetzt schieß doch da hin, du blöder Sack. 2 sind noch über. Ja.
Darf ich nur nicht den falschen erwischen? Boah, das war knapp. Ja, aber es war der richtige. Jetzt. Genau, satte sein Pferd. Hab dich. Du hast ein Kopfgeld auf dir. Die stellen Fragen. Mister, warum tun sie das? Weil dicke Eier? Ja, genau. Das kommt ja auch noch da schwerend hinzu. Ja, der fühlt sich garantiert nicht wohl. Wo ist der Bauer? Wo ist der? Das hatte ich gerade eben auch das Problem. Jetzt. Boah. Jetzt komm hier, Jolly Jumper, wir wollen abhauen. Es geht so nicht weiter mit uns hier. Ich weiß auch nicht, warum er wieder auf die normale Schusspistole wechselt, der Affe. Das macht ihr immer nach seinem Fisseln. Ja. John, du bist ein Gewohnheitsmensch. Ich sehe schon. Sehe ich nicht gerne. Gewohnheiten führen oft zum Tod. Viel berittene Kreuzung. Great Plains. Ja, ist ja gut. Ich hab's gehört. Schnellreisen haben sie natürlich hierfür dann direkt deaktiviert, ne? Natürlich. Wie kann es denn auch anders sein? Ich frage mich ja, was der Typ da hinten jetzt macht. Den wird er so zurückgelassen. Der steckt bestimmt fest wie der letzte eine Typ. Oder er rennt im Kreis und sucht uns. Diese Vorstellung finde ich irgendwie lustig. Ja. Er ist ja gut, Hotter. Folgt den Bahnschienen. Bei meinem Glück kommt dann ein Zug. Dem wirst du ja wohl sehen und hören. In meinem Gemütszustand bin ich mir da nicht so sicher. Ich war mir heute Nachmittag nicht so sicher, ob du oft voll auf der Höhe warst. Ich bin wahrscheinlich den ganzen Tag nie auf der Höhe schon. Jetzt muss ich mal eben gucken. Ups, ist gerade voll vorbei dran. Wir sind ja auch schon da. Ja, tut mir leid, die Großstadt sieht für mich halt nicht aus wie eine Großstadt. Sieht halt für mich auch aus wie ein Dorf hier. Minister Sheriff aus schön. Ach Jungs, ich habe Post für euch. Wie viel haben wir gekriegt? 240, das ist nicht wenig. Oh, kriegen wir wieder eine Aktualisierung in irgendwas? Nee. Nö. Ich denke mal auch heute. Ja, ich denke auch, heute wird das nicht. Heute machen wir nichts mehr. Aber das ist eben das Schlimme, du weißt halt nicht, welche Verbrecher du da brauchst für, ne? Ja, klar. So, wie dem auch sei, wir sagen an dieser Stelle zu euch see you guys und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Red Dead Redemption. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.